Die Spiegel sind ein Höhepunkt in der Ausstellung Gerhard Richter. 54 Zeichnungen, drei graue Spiegel, eine Kugel in der Staatlichen Grafischen Sammlung München, in dem Museum nicht nur für Papierarbeiten, sondern wie Sie sehen, auch für plastische Objekte. Ich persönlich habe ein sehr intimes Verhältnis zu den Spiegeln von Gerhard Richter. Ich bin darüber sehr glücklich, dass Gerhard Richter entschieden hat, dass wir die grauen Spiegel im Kontext seiner Zeichnungen zeigen dürfen. Richter hat das bisher immer mit seinen Gemälden gemacht, aber noch nie für Papierarbeiten. Die Spiegel sind ein Absolutum. Das heißt, Sie sehen ein Bild, Sie sehen ein Bild von sich selbst, Sie sehen ein radikales Bild, weil es ist ein flüchtiges Bild. Jeden Moment, wenn Sie sich verändern, wird das Bild sich neu geben. Gerhard Richter hat für diese grauen Spiegel eine ganz besondere Farbe, die er, man müsste fast sagen, patentiert, sich hat patentieren lassen. Und diese grauen Spiegel sind ja im eigentlichen Sinne keine Spiegel, weil sie sind natürlich auch eine Farbfläche. Sie sind grau, ist die Farbe aller Farben, also nach Raphael die Farbe aller Farben. Auch sie sind in ihrer Farbigkeit absolut. Sie haben geradezu eine Leerstelle im Raum, eine Leerstelle, in der Sie als Betrachter versinken können, wie ein Void, wie eine Lücke. Und dann stellt sich die Frage, wie kommt man aus dieser Leerstelle wieder heraus? Diese Leerstelle schafft aber auch in dem Raum eine Art der Entschleunigung. Das heißt, Sie werden Ihr Sentiment zurückfahren, vielleicht Zeit und Raum vergessen und dann das große Glück haben, sich auf die Zeichnung einzustellen.